sammelt zum 89. Geburtstag von unserem lieben Gerd. Hier denkt man immer zuerst an Trauer, an Abschied, an Leere. Wie geht alles weiter? Nach 7 Jahren stehen wir hier und empfinden einfach nur Dankbarkeit. Dankbar, dass wir ein Stück gemeinsamen Lebensweg mit ihm gehen konnten. Dankbar, dass wir ihn als Mensch kennenlernen konnten. Dass wir die Germanische direkt von ihm erlernt bekamen. Dankbar, dass wir zahlreiche Patientenfälle mit beobachten durften. Die Trauer wird immer weniger, die Dankbarkeit wird immer größer. Ein kleiner Rückblick und meine Gedanken dazu. Dr. Hamer lernte noch während der Studienzeit seine große Liebe, Sigrid, kennen. Dass Sigrid seine große Liebe war, spiegelt sich in dem Liedchen Mein Studentenmädchen, das er ihr zum 20. Hochzeitstag komponierte und textete. Dieses Lied schwingt im Grundrhythmus der Natur und spielt noch eine große Rolle in der germanischen Heilkunde. Sie bekamen 4 Kinder, es folgte eine glückliche, unbeschwerte Zeit. Bis der Sohn Dirk vom wildgewordenen Prinz von Savoyen angeschossen wurde. Während der folgenden Monate des Leidens gab es viele Gespräche, liebevolle, zwischen Gerd, Sigrid und Dirk, liebevolle, mutmachende, hoffnungsschöpfende Gespräche. Als dann Dirk in Gerds Armen zwischen Leben und Tod steht, stehen sie in bedingungsloser Liebe zueinander. In dieser bedingungslosen Liebe öffnet sich das telepathische Fenster. Die beiden Seelen kommunizieren miteinander. Diese Eindrücke bearbeitet Dr. Hamer in den folgenden Tagen, Monaten und Jahren. Seine Kenntnisse als leidenschaftlicher Arzt, seine liebevolle und dankbare Art mit Sigrid und Dirk, seine zahlreichen Gespräche mit Patienten prägen ihn in die germanische Heilkunde, damals noch neue Medizin. Eva sagte einmal, Gerd liebte die Menschen. Oh ja, Gerd trat Menschen immer zuerst mit Liebe und Respekt gegenüber, wurde aber nur allzu oft enttäuscht von Menschen, die sich in seiner Nähe waren. Viele erkannten das Potenzial der germanischen Heilkunde und witterten darin ein großes Geschäft. So musste ein engsten Freundes- und Bekanntenkreis immer wieder große Enttäuschungen hinnehmen. Spanien, Hotel Torremolinos. Dr. Hamer präsentiert seine neue Tabelle, zweispaltig, voll Euphorie. Sie wird just in time von der Mitarbeiterin Bonita zum Seminar gebracht. Doch als er uns seine neue Mitarbeiterin Bona vorstellen will, ist sie schon wieder verschwunden. In der folgenden Zeit war es schön, mit anzusehen, wie sie Teil seines Lebens wurde. Es war schön, mit anzusehen, wie ein Mensch an seiner Seite war, dem er absolut vertrauen konnte. So leitet Bona heute als Frau von Gerd den Verlag, somit die germanische, somit sein Erbe. So wie Dr. Hamer stets eine Handvoll lieber Menschen um sich hatte, so hat auch Bona heute eine Handvoll liebe Menschen um sich, die sie unterstützen, die ihr helfen. Es läuft alles im Sinn von Dr. Hamer. Dr. Hamer hatte einen Traum. Die Germanische bricht durch, wenn die farbenfrohen Krokusse blühen. Dies steht symbolisch
wenn noch in den kalten Wintertagen die Krokusse durch den Schnee ragen und kündigen den Frühling an, kündigen ein neues Erwachen der Natur an, kündigen eine neue Zeit an. So wird auch die germanische ein neues Denken, eine neue Naturverbundenheit, eine neue Zeit einläuten. Dr. Hamer hat immer wieder ein Zentrum für neue Medizin, Kliniken für seine Patienten und zuletzt eine Universität ins Leben gerufen. Es wurde immer und stets abgelehnt, polizeilich geräumt und ihm verwehrt. Mit einem Zentrum ist man angreifbar. Mit einem Zentrum ist man abhängig. Ein Zentrum in welcher Form auch immer, ohne Dr. Hamer, ist für mich zurzeit undenkbar. Liebe Freunde, über allen Träumen steht ein Stern. Dieser Stern ist nicht immer sichtbar, aber er ist immer da. Dieser Stern für Gerd war die Verbreitung der germanischen Heilkunde. Am Schluss eines jeden Seminars bittete er darum, mitzuhelfen, die germanische zu verbreiten. Wer heil wird, soll es kundtun. Germanische Heilkunde. So rufe ich auch heute wieder auf, helft mit, die germanische zu verbreiten. Helft mit, egal, ob ihr dabei Freunde verliert. Erzählt in eurem Verwandten, Bekanntenkreis von der germanischen. Die Freunde, die ihr verliert, dadurch, dass er zur germanischen steht, die hätten euch in der Not niemals geholfen. Jeder nach seinem Ermessen. Zum Beispiel Eva mit ihrem Bildungsprogramm, Bona mit ihrem Arbeitskreis, mit der Originalseite, mit den Büchern, mit dem Telegram-Kanal. Die Übersetzer. Jeder nach seinem Messen oder wie er es kann. Sie tun alle eine ehrliche, aufrichtige Arbeit. Und ich bin mir sicher, dass wir Unterstützung haben. Ja. Da bin ich mir absolut sicher. In Dankbarkeit, euer Volker. Ja. Danke.